In früheren Jahren, also noch zu Kriegszeiten, gab es Oberschlesier hier in Bayern, die haben sich zu einer Gemeinschaft der heimattreuen Oberschlesier schon nach den 30er Jahren hier zusammengetroffen. Dann hat man gesagt, entweder wir behalten den Namen heimattreue Oberschlesier bei oder wir nehmen den Namen Landsmannschaft der Oberschlesier. Damals kamen diese Worte auf. Da war noch, wir hatten hier noch einen namhaften Oberschlesier. Das war der Bürgermeister von Tarnowitz. Das war ein Herr Dr. Tschauder. Der hat das dann in die Hand genommen und hat gesagt, wir gründen dann doch eine Landsmannschaft. Und da hat man sich im Löwenbräukeller zusammengetroffen, oben in dem Kuppelsaal. Und man hat gesagt, man lässt sich dann auch eintragen und wir wollen auch als Landsmannschaft der Oberschlesier uns bei der Stadt anmelden und wollen am kommenden Geschehen mit teilnehmen. Und so wurde dann die Landsmannschaft durch Bekanntgabe und auch dann durch den gegründete Partei, damals hat es den BHE gegeben, das war der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, da hat man auch einen gewissen Rückhalt gehabt. Und so wurden die Landsmannschaften dann immer größer und es kam dann zu ersten traditionellen Veranstaltungen. Bei uns war es dann die Gründungsversammlung und der Gottesdienst anlässlich unserer Barbara feiern und auch anlässlich der Gründung. Das war damals in der Kirche in der Au, weil dort in der Nähe der Salvatorkeller war. Und dort hatte man dann als Treffen angenommen und so nahm das seinen Fortgang. Die Landsmannschaften hatten keinen festen Raum. Wir haben also die Lokale wurden gewechselt, so Art wie das Handtuch. Wir waren überall froh, wo wir Unterkunft fanden, ohne dass man was bezahlen musste. Weil wir hatten alle ja kein Geld. Und dann hat man, wie gesagt, so kam es dann auch, sind wir auch ins Haus des Deutschen Ostens gekommen, aber das ist dann auch noch später. Bei der Gründung der Landsmannschaften war eben die Begegnung und der Erhalt der Tradition und der Austausch über die Ereignisse und über die Verhältnisse, die es damals gegeben hat, gab auch den Zusammenhalt der Menschen. Natürlich, die Männer, die wurden dann immer selbstständiger. Sie haben dann auch ihre Berufe ausgeübt, ihre Handwerksberufe. Es haben sich immer mehr selbstständig gemacht. Und die Landsmannschaften wurden dann auch dadurch reicher. Wir konnten dann größere Veranstaltungen machen mit Kinderfesten, mit Geschenken. Wir haben Kinderfeste gemacht, wo man zum Nikolaus dann Äpfel verteilt hat, wo dann der Nikolaus kommen konnte. Und so sind die Landsmannschaften dann ins Leben gekommen. Und wie gesagt, mich hat es bei der Gründung, hat es mich insofern sehr beeindruckt oder dann auch geformt, dass ich gesehen habe, wie man den Verlust der Heimat hier in Bayern verdaut hat oder irgendwie versucht hat, daraus das Beste zu machen, indem man darüber sprechen durfte, darüber sprechen konnte und man sich auch ausgetauscht hat. Denn man hat dann aus den einzelnen Ortschaften erfahren, was war dort nach dem Kriegseinmarsch, was war dort. Man war also so dann wieder mit in das Geschehen der Heimat einbezogen.
Als die Landsmannschaft größer wurde, hat man dann auch gesagt, man soll das nicht jetzt als Generationsproblem sehen, sondern wir sollen auch die Jugend mit einbeziehen. Das soll nicht vergessen werden. Und das Leben der kirchlichen, der weltlichen Traditionen wollen wir hier weiterführen. Und wir wollen hier unsere Heimat, in sozusagen, damals war ja noch der Kommunismus, hier weiterleben oder am Leben erhalten, damit das nicht vergessen wird. Und das war für mich auch dann ein Ansporn. Wir hatten einen Jugendgruppenführer. Wir trafen uns jede Woche, damals noch gemeinsam mit der schlesischen Gruppe. Damals gab es noch keine Oberschlesiergruppe oder schlesische Gruppe. Damals machten wir das noch alles gemeinsam und hatten dann unsere Jugendtreffen, die natürlich sehr, sehr schön war. Wir waren dann in einem Alter, wo wir auch schon mal ein Bier trinken durften. Dann waren unsere Gruppenstunden, wo wir über Eichendorff gesprochen haben. Wir hatten da einen sehr guten Gruppenführer. Und so wurden wir da auch in die, sagen wir mal, in die Kultur auch eingeführt. Mal, wir haben über einen Gerd Hauptmann, hatte uns berichtet, über Eichendorff, der uns natürlich sehr nahe liegt und der mich so richtig überzeugt hat oder mich zu so einer Romantikerin gemacht hat, weil ich konnte mich sehr gut in sein Leben reinversetzen. Und dann haben wir uns auch zum gemütlichen Beisammensein getroffen. Und so ist das Leben in der Landsmannschaft in einer heimatlichen Verbundenheit gewachsen. Und als der Gruppenführer gesagt hat, er kann das aus beruflichen Gründen nicht mehr machen, weil er versetzt wurde aus München, ja, wer soll das dann machen? Und da hat mein Vater vorgeschlagen, das könnte meine Tochter machen. Und da war man sich dann in der Vorstandschaft, es wurde dann auch der erste Kreisvorstand gebildet, da wurde ich dann Schriftführerin und da kam man drauf, ja, das könnte dann die Trudel machen. Und da war mein Vater dann einverstanden, dass ich dann die Jugendgruppe übernehme. 1963 hatten wir einen großen Ball im Augustiner. Und dann stand plötzlich ein Mann im Rahmen vor der Bar und sagt, ich kenne Sie. Dann habe ich gesagt, aber ich kenne Sie nicht. Und dann hat er mich gefragt, ob er mich einladen darf. Zu einem Glas Sekt habe ich gesagt, aber selbstverständlich. Und da hat sich dann rausgestellt, dass genau dieser Dieter Müller, der Sohn von der Frau Brodka war, das war seine Mutter, die mit uns zusammen in Gleiwitz gewohnt haben. Das war also der Enkel von unserem Milchhändler. Und so haben wir uns dann kennengelernt und wir haben uns dann auch sehr schnell zusammen vereint und haben dann im Jahre 64 schon geheiratet. Nachdem mein Vater dann mitgekriegt hat, wer der Junge eigentlich ist, ja, dann hat er ihn eingeladen und hat gesagt, Dieter, du kommst erst an meine Tochter, wenn du zur Landsmannschaft eintrittst. Mein Mann musste immer also sagen, dass er dann auch Mitglied der Landsmannschaft der Oberschlesier wird. Und das hat er natürlich dann auch gerne gemacht. Und so haben wir dann alle künftigen Veranstaltungen zusammen besucht. Ich war ja viele Jahre dann 18 Jahre Vorsitzende in der Landsmannschaft der Oberschlesier. Und ich konnte da nicht loslassen. Loslassen konnte ich auch deswegen nicht, weil ich immer das Leid und den Verlust der Heimat meiner Eltern in Erinnerung hatte. Und mit zunehmendem Alter habe ich auch gemerkt, was habe ich eigentlich verloren? Ich habe meine Jugendzeit verloren. Das hat mir wehgetan. Und mir hat auch das
Leid meiner Eltern wehgetan, was die geschaffen haben und was sie letztendlich verloren haben. Und so habe ich dann das Resultat, oder ich konnte helfen, auch meinen Landsleuten durch die Aktivität die Heimat näher zu bringen, durch die organisierten Treffen. Ich habe 18 Fahrten nach Oberschlesien organisiert. Nach dem Fall des Kommunismus haben wir gesagt, wir wollen nach Hause fahren, wir wollen unsere Heimat wiedersehen. Und das hat uns alle Jahre dorthin geführt. Nach dem Fall des Kommunismus habe ich auch mich sofort bemüht, Kontakt mit meiner Heimatstadt Gleiwitz aufzunehmen, weil ich gehört habe, dort fängt man an, sich auch zu treffen und Gemeinschaften zu bilden, was später zu der Gründung der DFKs geführt hat. Und um die Verbindung zu erhalten, war mein großes Anliegen und dann auch, wie gesagt, meiner Landsleute, jawohl, wir gehören nach Oberschlesien. Und das hat uns dann auch dazu bewogen, die Hilfsgüter zu starten. Wir sind nie mit leerem Omnibus gefahren. Wir haben in ein Krankenhaus haben wir Wäsche gebracht. Wir haben nach dem Hochwasser haben wir Hilfsgüter gebracht. Wie gesagt, wir haben den Annaberg, als wir gehört haben, dort soll die Orgel neu gebaut werden, haben wir Bausteine erstellt, die wir dann verkauft haben, damit wir dem Annaberg helfen können. Also wir haben uns der Heimat in der Landsmannschaft sehr, sehr verpflichtet gefühlt und den Kontakt gehalten. Auch als es dann möglich war, durch den Paragraphen 96 unseren Landsleuten zu bieten, auch hier nach Deutschland zu kommen. Ich hatte immer die Fata Morgana, wenn die Barbara-Feiern waren. Ich sehe mal ein Blasorchester in Bergmannsuniformen hier einmarschieren. Und das ist mir dann, ich weiß jetzt nicht mehr, das Jahr, ist mir gelungen, dass wir im Salvatorkeller eine Barbara-Feier abgehalten haben, unter Teilnahme der Bergleute aus Oberschlesien. Und so entstand dann auch der Kontakt zu Bayern, zu den bayerischen Bergleuten im bayerischen Bergbaugebiet Hausham, Peißenberg und dann noch weiter, Großpeißenberg. Und das waren dann für mich Erlebnisse, die ich also nicht missen möchte. Wir wohnten hier in Söcking in der sogenannten Gartenstadt, wir hatten da so ein Eckreihenhaus gemietet und ein paar Häuser weiter wohnte eben der Leiter von diesem Pommern-Ostpreußen-Bund in Starnberg und da bin ich ungefähr in den Ende der 80er Jahre Mitglied geworden und bin immer zu den Versammlungen hingegangen. Und dieser Herr Berg, der das leitete, der war eben gesundheitlich dann 2017 nicht mehr dazu in der Lage. Der kriegte einen Herzinfarkt und der sagte zu mir, Rosemarie, hat er gesagt, es ist keiner da, der den Verein leiten kann, das musst du jetzt machen. Willst du das nicht machen? Und da bin ich eben dann gewählt worden auch. Und so 2017 bin ich eben von diesem Pommern-Ostpreußen-Bund in Starnberg eben die Leiterin. Ich liebe Pferde und da habe ich gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, wie heißt das noch, wo jetzt das Kulturzentrum Ellingen ist, wenn Ihnen das ein Begriff ist. Da war eine Trakehner-Veranstaltung und da musste ich natürlich hin. Also mein Mann und ich sind dann da hingefahren und da haben wir mitgekriegt, da war eine ganze Busladung vom Verein Ostpreußen München da. Und da habe ich dann den Vorsitzenden kennengelernt und zumindest wusste ich dann den Namen und dass es so eine Gruppe gibt. Und irgendwann bin ich dann auch dahin. Früher waren wir ja noch 120 Leute. Und jetzt? Ja, nichts mehr. Das sind sie aufgelöst, stimmt. Ja, ja.
Und ich war noch gar nicht lange dabei, da hat mich die Kassenführerin gleich verhaftet, weil die irgendeine Schriftführerin ausgefallen ist. Und dann war ich Schriftführerin Ewigkeiten und dann ging es halt immer weiter, bis ich letztendlich als Einzige noch fast vom Vorstand übrig blieb. Ich war ja im Verhältnis da noch jung, da waren ja auch schon viele Alte dabei. Und die alle lange einen Posten gehabt haben. Irgendwann war ja für jeden Schluss und letztendlich wollte es keiner mehr machen. Und da habe ich mich halt geopfert sozusagen. Dann habe ich die letzten Jahre den Club geleitet. Zu jedem Ostpreußen-Treffen sind wir gefahren. Ich früher auch schon von Münster aus. Das waren noch Veranstaltungen mit Tausenden von Leuten früher. In Düsseldorf, wo wir mal waren. Ach, in Köln war noch die Agnes Miegel mal dabei. Und wenn das Ostpreußenlied gesungen wurde von tausenden Leuten, dann kriegt man eine Gänsehaut. Wir selber, war ich ja noch nicht Vorsitzende, aber da der Vorsitzende mit mir, wir haben erst Besichtigungstouren privat gemacht, nicht, uns alles angeschaut und dann haben wir die Busreisen selber organisiert. Wir waren überall, bloß nicht in Meckpomm, das war uns dann zu weit. Aber in Thüringen und Sachsen, Berliner Gegend. Ne? Und nach Ostpreußen selber sind Sie da? In Ostpreußen bin ich 85 und 87, auch eine Reise mit dem Verein. Und die andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und einmal von vor ein paar Jahren noch, das war glaube ich 2008 war ich das letzte Mal, auch in Königsberg. Jetzt ist ja ein Reisen dahin nicht mehr möglich. Ne? Der ostpreußische Teil gehört ja zu Russland, der südliche Teil oder mittlere Teil. Ostpreußen ist ja drei geteilt, Polen, Russland und Litauen.